An meinen ersten Schultag kann ich mich nur ganz, ganz grob erinnern. Ich weiß, dass ich ins Klassenzimmer reingekommen bin und auf so einem Tisch waren dann alle Namensschilder. Und dann musste man sich sein eigenes Namensschild suchen, weil also seinen eigenen Namen kann man ja schon normalerweise schreiben. Ich habe 2 Runden gebraucht, um meinen eigenen Namen zu finden. Also ich war gut aufgehoben in der Schule, sag ich mal. Ich weiß, dass wir durch so einen Bogen aus Blumen laufen mussten. Ja, ich kann mich tatsächlich noch erinnern, aber es war nicht so ein glücklicher Tag, weil so alles neu war und wir waren beide auf einer Montessori-Schule und da war es, ich kannte halt niemanden und zwar ein bisschen weiter weg. Genau so, das ist noch das Einzige, an was ich mich erinnern kann. Dass ich glaube, ich habe sogar geweint. Ich bin ja schon 1963 wurde ich eingeschult, also ist schon eine Weile zurück. Und ich weiß nur, dass ich die größte Zuckertüte hatte, die man sich vorstellen kann. Die war mindestens so groß wie ich. Mein erster Schulranzen war, glaube ich, sehr pink. Lederschulranzen war das. Da kann ich mich, glaube ich, noch dran erinnern. Mit einer Schlaufe vorne, die man aufmachte. Und dann war halt in den Ranzen, das war halt offen. Ohne irgendwelche Fächer und da waren halt die Bücher und Hefte und Schreibutensilien quasi drin. Also ich hatte einen Pferdchenschulranzen, einen grünen und so eine ganz aufwendige Schultüte, die meine Mutter gebastelt hat, da war so eine Raupe drauf. Eine Raupe? Ja, so 3D. Mein erster Schulranzen war so ein Scout-Quadrat, so einer, der so ganz schön klappert immer, mit Rittern. Also mein Schulranzen war sehr groß, aus echtem Leder, war sehr schwer, hatte große Taschen, sah ganz schick aus und ich war wahnsinnig stolz. Ich denke mal, ich würde mal als erstes an Süßigkeiten denken. Ja, und vielleicht ein Schulmäppchen. Vielleicht Dinge, die man eben für den Schulanfang einfach auch in der Schule braucht. Also ein paar gesunde Snacks würde ich reintun, so Äpfel und Nüsse und solche Sachen. Dann Malzeug, tolle Stifte und so solche Sachen. Und ich hatte damals neue Sportschuhe bekommen und so einen Trainingsanzug und so. Das fand ich cool. Also als Kind fand ich das Highlight.